Herzlich willkommen zu unserer heutigen Interview. Und ich habe sehr viele Interviews geführt, glaub mir. Und heute ist für mich ein ganz, ganz besonderer Tag. Nicht nur ganz, ganz besonderer Tag, sondern auch ich habe einen ganz, ganz besonderen Menschen hier. Ich könnte jetzt so viel über diesen Menschen erzählen. Ich könnte jetzt so viel erzählen, warum er das tut, was er tut, warum er heute bei uns hier ist. Aber ich lasse diese Person selber sprechen. Herzlich willkommen, lieber Kai. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein darf, bei dir und deinem Team. Recht herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Kai, vielleicht stellst du mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Mein Name ist Kai Tober Schulz. Ich bin ganzheitlicher Gesundheitsberater. Ich helfe Menschen aus ihren Sorgen, körperlich, seelig und geistig, wieder, ich sage jetzt mal, in ihr gewünschtes, in ihr gewohntes Leben zu kommen. Ein glückliches und zufriedenes Leben. Das ist meine Mission, das ist meine Aufgabe, das ist meine Leidenschaft, meine Liebe. Wow. Ich meine, wir hatten ja vorhin kurz diese Möglichkeit gehabt, kurz miteinander zu sprechen. Und da sehe ich einfach so deine Leidenschaft. Ich meine, es gibt viele ganzheitliche Gesundheitscoaches in Deutschland. Mhm. Ich glaube, du bist nicht der Erste, das Rad kannst du nicht mehr neu erfinden. Aber was macht dich anders? Also warum sollte man mit dir zusammenarbeiten? Dankeschön für so eine schöne Frage. Ich habe so gehofft, dass du dich stellst, ganz ehrlich, weil ich habe es durchlebt. Ich habe es durchlebt. Ich war von Kindesbeinen, war ich mehrfach todkrank. Und ich hatte wirklich die Gnade, das Geschenk, wirklich das Gottesgeschenk, wieder auf die Beine zu kommen. Und ich habe einfach den Menschen etwas zu geben. Und zwar, das ist meine Erfahrung, aber auch gleichzeitig die Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft, es geht. Du kannst es schaffen, wenn du an dich glaubst. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ärzte haben mich aufgegeben, die Menschen haben mich aufgegeben. Ja? Aber in mir war dieser Wunsch zu atmen und noch einmal atmen und noch ein Atemzug. Und die haben gesagt, ey Kai, es ist doch gut, wenn du im Rollstuhl bist. Du liegst normalerweise. Und ich habe gesagt, nein, ich werde wieder gehen. Ich werde wieder gehen und stehen können. Ärzte haben zu mir gesagt, es ist gut, wenn Sie an Krücken gehen können. Hören Sie auf, Sie haben genug. Nein, ich möchte wieder Sport machen. Und das ist so ein Geschenk, wenn man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gelegen hat und wenn man den Menschen sagen kann, es geht. Weißt du, von wem möchtest du eine Sprache lernen? Von einem, der sie vielleicht von einem Tonband abgehört hat oder von einem, wo es die Muttersprache ist. Wenn es deine Muttersprache ist, deine persönliche Muttersprache, Jorad, ja, du kannst mir die Nuancen erklären. Du kannst mir sagen, wenn du das so und so betonst, dann wird eine Frau ganz anders im Herzen berührt. Auch ein Mann mit der Klangfarbe, hier der Betonung, ja, da wird ein Mann viel mehr motiviert, noch diese Extrameile zu gehen, ja, an sich zu feilen. Ja, und so ist es auch, wenn ich mit Menschen in dem Coaching bin, ja, und sie werden ermutigt. Und das macht mich so, ich möchte es gerne sagen, so erfolgreich. Mhm. Alle Menschen, die mit mir wirklich in die Nähe gekommen sind, die sagen immer, irgendwas hat der. Ja, was habe ich? Die Erfahrung, weil ich selbst gelebt und erlebt habe. Jeder will den Triumph. Aber keiner möchte den Weg dahin gehen. Wow. Und ich bin diesen Weg gegangen. Und das ist der Grund, wow, warum es die Menschen, wenn ich es mit aller Bescheidenheit sagen darf, warum sie so gerne mit mir dann zusammenarbeiten und warum es sich lohnt, mit mir zu arbeiten. Ich habe es ja gesagt, also es gibt viele ganzheitliche Gesundheitscoach. Also bei dir fühle ich dieses Feuer. Ich fühle diese Energie. Ich fühle diese Leidenschaft. Ich fühle diese Hingabe. Ja. Und wenn man noch sich intensiver mit dir beschäftigt und viel Gespräche führt, da ich dich jetzt schon lange kenne, also bei dir geht es nicht um das Thema Geld. Das fühle ich. Es geht dir nicht primär um das Thema Geld. Ja. Ich merke, mit was für eine krasse Leidenschaft und Commitment du hinter deiner Mission, deiner Botschaft stehst. Also das will ich jetzt hier ganz offen kommunizieren, dass es natürlich Coaches, Trainer, Berater da draußen gibt, die es vielleicht wegen des Geldes tun. Geld kann auch eine Motivation sein, klar, ist okay, tolle Motivation, aber ich merke bei dir, du stellst dich im Dienst des Menschen. Also ich merke das so krass auch in deinen Videos, in deinen Reels. Wir werden auch später einiges über dich auch im Social Media preisgeben. Wir werden das auch im Shownotes von dir haben, deine Webseite, wie man auch Kontakt zu dir aufnehmen kann. Also ich merke, dass du dich wirklich im Dienste deiner Interessenten oder deinen Kunden stellst. Kai, für mich wäre eine Frage. Ich glaube nicht, dass du einfach morgens aufgestanden bist und gesagt hast, jetzt bin ich ein ganzheitliches Gesundheitscoach. Nehme ich mal vielleicht auf deinen Werdegang mit und vielleicht auch dein Publikum oder unsere Interessenten, unsere Kunden mit. Was hat dich bewegt, diesen Weg zu gehen? Abgesehen von deiner Geschichte, die du hast, klar, das hat dich sehr stark geprägt. Aber wann war so dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das?
jetzt gehe ich diesen Weg, jetzt verfolge ich diese Mission, jetzt verfolge ich diese Botschaft in mir? Also was ist da passiert? Also ich muss da etwas weiter zurück. Also ich habe das im Endeffekt schon von Kindesbeinen an gemacht. Ich habe das gemerkt, dass Menschen die Nähe zu mir auch gesucht haben. Und da war es immer so gewesen, dass der Kai, der hatte immer irgendwie was zur Ermutigung beizutragen und auch immer, ich muss es dir ganz ehrlich sagen, wenn man so ein Handicap hat wie ich, du musst in Lösungen denken. Ich sage dir. Kai, nimm die Leute mal auf die Handicap kurz. Ja. Also was ist das? Vielleicht, dass sie mal wissen von dem Handicap. Vielleicht erzählst du noch mal so kurz, was da passiert ist und dann machen wir eine Überleitung auf den nächsten Step. Gerne. Also ich habe als kleines Kind hatte ich das Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom und im Endeffekt sterben da die kleinen Kinder zu 97%. Das war Mitte der 70er, 1975, und da war die Medizin noch nicht so weit. Allerdings viel weiter ist sie heute immer noch nicht. Also die Menschen oder die Kinder, die daran erkranken, die sterben zu über 90% oder sind dann sehr körperlich beeinträchtigt. Okay. Ja. Bei mir war wirklich die Gnade gewesen, dass ich gehen und stehen kann. Ich kann mir mit einer Beinschiene, einer Beinorthese, ja, kann ich mir helfen, dass ich Sport machen kann. Es ist aber nicht immer ganz einfach. Ja? Also selbst auch, wie ich schon sagte, wenn der Arzt sagt, hey, es ist gut, dass du gehen kannst, du musst keinen Sport machen. Doch, es war mir persönlich wichtig. Ja? Also um denjenigen einfach so ein bisschen das zu skizzieren, wie es mir körperlich geht. Ja? So, das sind natürlich Herausforderungen, das sind natürlich extra Wege, die man gehen muss, ja? Die nicht ganz so einfach sind. Ja? Gut. Du hast dann diese, sag ich mal, Symptome, diese Schmerzen, diese Probleme gehabt. Und was war dann dieses Bewegmoment zu sagen, jetzt gehe ich in das Thema und mache das beruflich, leidenschaftlich nach Hause? Ich habe gemerkt, dass der Mensch reagiert. Der Mensch reagiert auf Liebe, auf schöne Worte, auf Berührungen. Ja? Und genauso reagiert er auch auf das Negative. Und ich habe dann gemerkt, hey Kai, du hast hier etwas entdeckt, was schon Jahrtausende Jahre alt ist, aber es wird gar nicht gelebt. Es wird gar nicht gelebt. Und ich habe dann wirklich gemerkt, ich muss das unter die Leute bringen. Ich möchte gerne, dass die Leute das wissen. Ich sage zu meiner Nachbarin, jetzt nehmen Sie es doch bitte nicht so schwer. Sie haben heute Nachmittag ein Treffen mit Ihrem Sohn. Freuen Sie sich doch. Machen Sie sich doch heute den Nachmittag durch Ihre negativen Gedanken nicht so kaputt. Ja, so. Und ich hatte einfach, wie kriege ich das Know-how auf die Straße? Ich drücke mich jetzt mal so aus, weil das kann dir passieren, dass du mich beim Aldi triffst, ja, und dann spreche ich mit den Leuten und versuche ich sie zu ermutigen, ja, so, und also ich spreche ihnen Liebe zu, ich spreche ihnen Wärme zu, ich versuche sie zu mitzunehmen, ja, und einen neuen Blickwinkel. Und da habe ich geschaut, und es ist in Deutschland gar nicht so einfach, das machen zu dürfen. Richtig. Man ist schon fast immer mit einem Bein im Gefängnis. Das erinnert mich jetzt gerade, wo du das sagst, mit dem Fluch der guten Tat. Ja, also ja, der will irgendwas und so. Ja, ja, ich will was. Ich will deine Gesundheit, aber nicht für mich, sondern dass du sie leben kannst, dass du sie erleben kannst. Und da musste ich mich entscheiden und ich hatte mir dann überlegt, ob ich Heilpraktiker werde. Ja, da war aber das Thema dann innerpolitisch, das soll immer mehr abgeschafft werden und. Und dann bin ich an den Dr. Rüdiger Dahlke gekommen, eine wirkliche Autorität und Kompetenz, ja, die er wirklich nicht nur nach außen bringt, sondern auch in seiner Schule. Und dafür habe ich mich dann entschieden, um dann auch, ganz ehrlich zu sagen, juristisch abgedeckelt zu sein, so geschützt zu sein. Ja. Ich finde das sehr, sehr schade. Ja. Ich spreche mit dem Dr. Dahlke dieselbe Sprache. Wir sind uns da eins. Also ich habe viel gelernt bei ihm, also bitte nicht falsch verstehen. Aber es waren viele Dinge, die ich aus meinen eigenen Problemen da schon erkannt habe, wo ich sage, ja, das stimmt, der Mann hat recht. Mhm. Ne? Wow. Jetzt abgesehen von deiner eigenen Lebenserfahrung, die du selber durchgemacht hast, Symptome, die Schmerzen, die Herausforderungen, die Erfahrungen, die Erkenntnisse, was hast du noch gemacht, um dich in dem Bereich weiterhin zu entwickeln? Also was hast du noch gemacht, was hast du in dich investiert, bei wem hast du gelernt? Das ist vielleicht auch ein oder andere mitbekommen, dass du jetzt nicht nur aus dem eigenen Erfahrung sprichst, was ich wichtig finde, eigene Erfahrung ist elementar wichtig,
Aber was hast du noch darüber hinaus gemacht, um dass du heute da bist und mit dem Projekt auch mega erfolgreich bist? Ja, was habe ich noch gemacht? Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ich eine Ausbildung zum Orthopädie-Techniker gemacht habe. Das sind also Menschen, die arbeiten in Sanitätshäusern, die bauen Arme, Beine, Einlagen, Kompressionsstrümpfe und. Ja, also da habe ich mir auch jetzt nicht nur durch Lebenserfahrung, sondern auch das medizinische Grundwissen angeeignet, was sich natürlich dann über die Jahre immer mehr gesteigert hat. Ja, also eine Ausbildung zum Orthopädie-Techniker habe ich gemacht. Das habe ich mit 15 Jahren gemacht. Ich weiß, das ist ein bisschen untypisch, aber meine Lehrerin, die sagte damals schon, Kai, du bist immer so ein bisschen vor deiner Zeit. Aber das ist auch ein Teil meiner Geschichte, ja, dass ich es wissen wollte. Und Interesse ist ja auch ein sehr, sehr starker Motivator. Setze unsere Handlungen in Gang, wie ich das ja auch immer wieder bei dir gerne erleben darf. Ja. Wow. Du hast etwas vorhin gesagt am Anfang. Du hast gesagt, ich arbeite Geist, Seele und Körper. Ja. Ich finde es heutzutage sehr selten, dass Menschen dreidimensional arbeiten. Ich bin der festen Überzeugung, man sollte auf diese drei Ebenen arbeiten. Geist, Seele, Körper. Was macht dich jetzt, also was genau machst du da in dem Bereich, in dem Coaching, wenn du sagst Geist, Seele, Körper? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, und warum vielleicht? Ja, warum? Weil das die Heilwahrscheinlichkeit, dass jemand geheilt wird und auch die Geschwindigkeit geht nur über den Punkt, dass man denjenigen dreidimensional auch sieht. Also der Mensch ist Seele, Körper, Geist. Ja? Und ohne den Geist kann die Seele nicht heilen. Ohne die Seele kann der Körper nicht heilen. Im umgekehrten Sinne wird auch so ein Mensch krank. Ja, wenn der Geist unterdrückt wird, ja, wir haben uns vorhin unterhalten, da ging es um das Lesen, ja, so wenn ich den Geist unterdrücke, wenn ich den verhungern lasse, dann wird auch mein Gebein verhungern, das vertrocknet. Arthrose, Gelenkschmerzen, rheumatische Veränderungen, Neurodermitis, ja. Ich kann heute, wenn ich das erzählen darf, aus meinem Kurs Entgiften und gesund abnehmen. Ja. Wir haben eine Frau jetzt ganz aktuell, der Kurs ist jetzt vor 3-4 Wochen ist der geendet. Die Frau hatte 38 Jahre Neurodermitis und die ist innerhalb von 3-4 Wochen ist die geheilt worden und die hat sogar einen Live-Bericht bei mir auf die Webseite gemacht. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber es dient ja der Sache. Natürlich, ja. Du darfst es, du bist bei mir. Ich finde es immer schade, Dankeschön. Nein, aber ich finde es schade. Qualität braucht Werbung. Qualität braucht Werbung, das heißt, wenn du etwas hast, wenn du etwas zu sagen hast, wenn du eine Dienstleistung hast, in Deutschland ist es leider tabu, also du darfst nirgendwo Werbung für dich machen, bei mir darfst du Werbung machen, weil ich finde, Qualität braucht Marketing und wenn du wirklich das Leben von anderen Menschen optimierst, verbesserst, dann darfst du Werbung machen. Also Dankeschön. Ich finde es cool, dass du das auch erzählst, jemand, der seit Jahrzehnten diese Herausforderung hat und dann innerhalb von 2-3 Wochen diese Symptome. Also nehme ich mal mit, was habt ihr vielleicht da gemacht? Also was? Ja, wir nennen das Schattenarbeit. Okay. Ne? Schattenarbeit, das heißt also, wir gehen erstmal auf die seelische Ebene. Es gibt ja so diese Dinge, man macht immer wieder dasselbe und man kriegt immer wieder dasselbe Ergebnis, aber man kommt gar nicht von weg. Man weiß gar nicht, wo ist denn der Start, dass ich immer wieder dasselbe tue. Das wird hier beleuchtet und dann schaue ich, woher kommt es? Ja, also wo ist quasi die allererste Verletzung gewesen auf dieser Ebene? Ich spreche da auch gerne mit den Klienten mit dem roten Faden. Wieso kommst du immer wieder an diese Person auf deinen Arbeitsplatz? Ne, der hat schon 3-4 andere Arbeitsstellen gehabt, aber der trifft immer wieder eine andere Person vom Namen, vom Gesicht, aber er kommt immer wieder ans selbe Problem. Ehepartner, Partnerschaften, ja, Nachbarn. Du kannst wegziehen, wie du willst, aber dein Inneres heißt, das nimmst du mit. Ich sag dir was, du nimmst deinen Schatten mit. Du nimmst deinen Schatten mit, ja? Und wenn wir da mit Licht reingehen, hast du schon mal unterm Baum gesessen? Und wenn dann von der anderen Seite das Licht kommt, dann sitzt du im Licht, du sitzt in der Sonne. Und wir meinen das ja positiv. Wir wollen ja mit dem Licht den Schatten ausleuchten. Er wird erkannt. Ich nenne das dann auch immer gerne erkennen, benennen, loslassen. Wow. Und das beginnt dann sehr, sehr häufig mit dem Selbstverzeihen. Und da hast du bestimmt deine Methoden, deine Techniken, wie du das mit deinen Interessenten machst, mit deinen Kunden machst. Absolut. Ja. Da muss ich allerdings dazu sagen, es ist keine Methode. Es ist zu 100% jedes Mal anders. Okay. Und das es ist sehr stark, also individuell auf die Person. Absolut. Also, absolut. Okay. Es ist nicht, dass ich heute sage, ich mache es mal so oder ich mache es mal so, sondern es ist das, was derjenige mir gibt. Weil eins habe ich gelernt in all den Jahren, wo ich dann wirklich auf diesem Weg bin, der Mensch ist so klein in der Varianz der Wahrnehmung des Schmerzes. Ich sage immer, weißt du,
Drei Leute fahren in Urlaub und jeder nimmt den Urlaub anders wahr. Obwohl wir am selben Tisch waren, wir haben dieselben Brötchen gegessen, wir hatten dieselbe Wurst und Käse und dennoch jeder sagt, nee, mein Fall war es nicht. Mhm. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass ich da nicht mit einer Strategie oder mit einer Theorie, sondern das, was derjenige mir anbietet. Und da muss ich natürlich sehr feinfühlig demjenigen auch sein, weil ich sage auch immer gerne, nichts ist so empfindlich wie die Seele, ja, die Seele. Und ich vergleiche das immer mit dem Flügel eines Schmetterlings. Oh, ne? Die Seele ist wie ein Flügel von einem Schmetterling. Wenn du den nur zu fest berührst, ja, dann zerbricht er dir. Und was ich brauche und was ich auch nie ausnutze, ja, ist wirklich das Vertrauen. Das Vertrauen von den Menschen, ja, und das darf man niemals missbrauchen. Und deswegen fand ich das so schön, dass du das vorhin gesagt hast mit dem Geld. Natürlich muss ich meine Brötchen bezahlen, muss ich auch. Botschaft muss entwickelt werden, man muss noch mehr Marketing machen, man muss damit rausgehen und viele Menschen so, dafür braucht man Geld. Natürlich, es muss von A nach B kommen und so weiter, natürlich. Und aber muss ich auch sagen, das muss auch ich lernen, ja, weil ich mich, wie du das vorhin auch so schön gesagt hast, man muss auch seinen eigenen Wert lernen zu erkennen. Wow. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, weil da habe ich sehr, sehr viel von dir lernen dürfen. Und ich kann das wirklich dreimal nur unterstreichen, unterschreiben. Dankeschön. Danke dir. Ich bin dir sehr zu großem Dank verpflichtet. Dankeschön. Also ich kann heute schon sagen, dass ich nicht da wäre. Ja, ich danke dir. Wir kennen uns schon lange, aber ich möchte das wirklich auch so in aller Deutlichkeit sagen. Lass erstmal noch bei dir zu bleiben, weil ich finde die Art und Weise, wie du das machst, also ich merke, dass du deine Seele aussprichst. Also ich fühle das. Ich merke das, wenn Menschen etwas random machen, so oberflächlich machen. Es gibt aber Menschen, die wirklich mit Herzblut, ja, die gehen mit Herzblut rein, sie gehen mit Hingabe rein. Warum findest du in deiner Arbeit, du hast etwas vorhin genutzt, Schattenarbeit, ich sage mal so vielleicht inneres Kindarbeit. Also warum findest du das, warum findest du das wichtig? Also warum sollte man diese Schattenarbeit machen? Weil ich sehe, Kai, in der physischen Welt, wo viele Menschen versuchen, in der physischen Welt, im Außen sehr viele Sachen zu verändern. Ja? Und dann kommen sie auf einen Jojo-Effekt, dann bekommen sie das Ergebnis. Immer wieder treten sie auf die gleiche Stelle. Warum findest du innere Arbeit wichtig? Was nehmen auch deine Publikum, auch meine Publikum mit, warum innere Arbeit so wichtig ist? Ja, das ist elementar wichtig ist das. Und zwar, weil es uns nicht auflöst. Es wird immer wieder zurückkommen. Es ist wie der Zahnarzt, der geht her, da hat man Karies, dann bohrt der Zahnarzt ein Loch und dann sagt er, ein bisschen Karies ist da noch, das muss ich alles wegnehmen. Und so ist es dann nachher auch mit der Schattenarbeit oder man kann auch gerne sagen mit dem inneren Kind. Ja. Es muss da abgeholt werden, wo es ist. Es muss in dem geheilt werden, wo es als erstes verletzt worden ist. Und deshalb ist diese Schattenarbeit so wichtig. Ich kann dir Medikamente geben, ich kann dir Salben geben, ich kann dir gut zusprechen. Aber wenn wir das in der Schattenarbeit nicht auflösen, wird das Problem immer wieder kommen. So ist es, ob es Krebs ist, ob es Burnout ist, ob es Neurodermitis ist, egal, auch Arthrose. Ich hatte ja Arthrose. So, wenn ich heute zu meinem Arzt gehe, der sagt zu mir, Kai, du bist ein Wunder der eigenen Fakultät, dann ist das für ihn zu Ende. Aber da war Schattenarbeit hinter. Ich hatte Diabetes Typ 2, ich habe das schriftlich. Meine Ärztin, wenn ich das so sagen darf, meine Ärztin sagte zu mir, nehmen Sie es ernst. Ich sagte zu ihr, und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, sie hat mir viele gute Dienste an mir getan, ich habe gesagt, ich nehme das ernst. Und deswegen sage ich ja auch, ich werde das überwinden. Und er sagt, das hat noch keiner überwunden. Sie können das nur eindämmen. Er sagt, nein, ich werde es überwinden. Und ich sage ihm, ich sage euch wirklich, danke dir, nach 6 Monaten hatte ich keinen Diabetes Typ 2 mehr. Ja, ich musste in der Schattenarbeit was machen. Ich habe die Ernährung umgestellt. Ja, so. Aber das Wichtigste war, ohne die Schattenarbeit, um auf deine Frage zu kommen, wäre der Diabetes-Typ da immer noch, Typ 2 wäre immer noch da. Weil das haben wir schon millionenfach gesehen. Es gibt zig Bücher darüber, Heilung von Diabetes Typ 2. Aber am Ende wirst du dann erfahren, ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, ja, die müssen trotzdem noch in diese 3-Monats-Untersuchung. Im ersten Moment war mir wichtig, nicht mehr dahin gehen zu müssen. Nicht einfach wegbleiben, das ist ein Unterschied. Mir war wichtig, dass meine Diabetologin, dass sie sagt, Herr Schulz, Sie sind aus dem diabetischen Programm raus, weil Sie gesund sind. Das war mein ja, fast biblisches Highlight, wie Jesus zu den Leuten sagte, geh zu dem Hohepriester und lass dir deine Gesundheit attestieren. Das ist mein Lifestyle, dafür brenne ich und ich verzichte auf alles Geld der Welt, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey Kai,
du hast mich mit auf die Schiene, auf den Weg der Heilung gebracht. Deshalb, das ist das, was du bei mir erkennst, wenn ich das bei aller Bescheidenheit mal so sagen darf. Es ist mein Lifestyle. Ja. Also ich fühle das. Ich merke, das kann man auch nicht irgendwie faken. Das geht gar nicht. Du bist real. Dankeschön. Ja, was ich auch bei dir so schätze, ist, dass du Real Talk sprichst. Also du sagst das, was du denkst und was du fühlst. Ja, und das schätze ich an Menschen, die einfach so direkt sind, die wirklich klar kommunizieren, die auf den Punkt kommen. Kai, glaubst du an Selbstheilung? Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube an die Heilung, die Gott uns gegeben hat. Mhm. Und auf jeden Fall, der Glaube versetzt Berge. Ich erkenne das ja, ja, du sprichst natürlich jetzt hier Dinge bei mir an, ich gehe es richtig an. Absolut gut. Ja. Ich finde, das sollte man auch fragen. Ja, absolut. Klar, ja. Weil vielleicht gibt es ja ein oder andere Zuschauer, Menschen, die dann sagen, aha, okay, viele werden das auch vielleicht in Frage stellen, aber ich gehe einfach ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Vielen Dank, um einfach noch mehr deine Arbeit, deine innere Arbeit rauszuholen, weil ich weiß, was du kannst, ich weiß, was du in der Lage bist. Ja. Du bist aktuell auch sehr bescheiden, also du hältst dich auch zurück. Ja, das ist die Bescheidenheit in dir, was ich auch gleichzeitig dann mag, dass du dich immer wieder zurücknimmst. Aber ja, also glaubst du an Selbstheilung? Ja, unbedingt. Also ich kann dir das an einem kleinen Beispiel, jeder hat sich doch in der Küche mal geschnitten, und dann geht das schon los mit dem, schneidet sich, er blutet, und er macht dann Pflaster drauf und dann irgendwann schließt sich die Wunde und dann ist derjenige dann geheilt, dann ist der Körper wieder geschlossen, das Blut bleibt im Körper und kann dem Körper dienen. Das ist ja auch ein Teil, ne? So. Was ich den Klienten immer sage, wenn die dann zu mir kommen und die dann noch so ein bisschen unsicher sind, ja, funktioniert das denn und. Und dann sage ich dann immer gerne zu den Leuten, was ist der Unterschied zwischen dir und einem Baum? Irgendwann kommen wir dann auf den Punkt, ich kann denken. Genau. Und das Denken ist unser Problem. Das Denken, Wissen schränkt ja ein. Wissen schränkt ja ein. Wenn ich weiß, ja, dass ich von einer Autorität angesprochen, dein Diabetes ist unheilbar, wenn ich das für mich annehme, dann wird das zu meiner Realität und ich werde nicht heilen. Das heißt nicht, dass ich die Ärzte verdamme. Bitte jetzt genau zuhören. Das ist jetzt ein wirklich ganz dünnes Eis. Ich sage nicht Medikamente weglassen, das sage ich alles nicht. Sondern was ich sage ist, wir haben die Heilungskräfte tatsächlich von Gott bekommen und wir müssen lernen, sie zu nutzen. Ich finde das so schade, dass das nicht in den Schulen gelehrt wird. Wir lernen in den deutschen Schulen, lernen wir Wurzel ziehen. Nenn mir mal Freihaus 10 Berufe, wo du Wurzel ziehen brauchst. Den meisten fallen dir nicht mal 2 ein. Aber wir lernen nicht unseren Körper kennen. Wir lernen nichts über die Schattentherapie, die unabdingbar ist, um geheilt werden zu können. Die Leute, es gab eine Szene bei Jesus, wenn ich etwas davon erzählen darf. Bitte. Jesus kommt in seine Heimatstadt und er konnte keine Wunder tun. Nur wenigen legte er die Hände auf und wurden gesund, aber nur wenige. Ansonsten rezitiert die Bibel oder spricht die Bibel immer wieder davon und erhalte sie alle. Was war das Problem? Warum sind sie nicht geheilt worden? Das steht in Markus 6, Verse 1 bis 6. Kannst du nachlesen? Entschuldigung, wenn ich jetzt alles hier gut. Schüttel dein Herz aus. Oh, ja. Mach ich herzensgerne. Ja. Nein, und da ist es wirklich so, die Analysierten, das ist doch der Sohn von Maria, dem seine Geschwister sind mit unseren Kindern zur Schule gegangen. Das heißt, auf einmal haben sie intellektuell versucht, das zu lösen, waren aber dennoch überrascht, was hat er zu sagen. Aber intellektuell haben sie sich total zerstört und sie konnten nicht mehr ihre Heilung, die Jesus in den Menschen angesprochen hat, annehmen und leben. Und viele sind vor ihrer Zeit gestorben. Und da habe ich gemerkt, lieber Jesus, du hast mir hier eine Gabe mitgegeben und die möchte ich gerne in die Welt hinaustragen. Das ist meine Berufung. Ja. Ermutigung und Heilung. Mit einem Wort, wie würdest du dich, also ich sage es zu mir zum Beispiel, mein Seelenplan ist so Bildungsträger. Also ich bin wirklich so ein Bildungsträger. Ja. Ich möchte gerne Wissen mitgeben. Ich diene Wissen, alles was ich aufsauge, möchte ich meinem Publikum, meine Kunden mitgeben, auch die Menschen da draußen. Deswegen sind wir auch sehr stark auf Social Media vertreten. Aber was ist so dein Seelenplan? Also mit einem Wort, wie würdest du dich beschreiben? Ermutiger. 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 Und zwar wirklich, atme weiter.
Mega. Atme weiter, geh weiter, noch einen Schritt. Und wenn du dich, auch wenn du dich im Moment siehst, dass du nicht gehen und stehen kannst, ich habe das selber erlebt, dazu gibt es Bilder, dazu gibt es Dokumentationen, es gibt Zeitzeugen, die das erlebt haben, die regelmäßig mich angerufen haben und mich selbst ermutigt. Darf ich noch einen dazu erzählen? Ja, bitte. Es war so gewesen, ich habe ganz viele Freunde in dieser Zeit gehabt, die mir zur Seite gestanden haben. Die haben gesagt, Kai, können wir irgendwas für dich tun? Ihr dürft nicht vergessen, ich hatte da gerade geheiratet und dann hatte ich diesen Sportunfall, ja, also Kinderkrankheiten war gewesen, aber dann war, hatte ich einen Sportunfall und ich konnte nicht mehr gehen und stehen. Und dann waren Leute, die haben gesagt, können wir irgendwas für dich tun? Können wir deiner Frau helfen? Wollt ihr umziehen? Also die haben mir schon quasi wie so ein Pflegebett eingerichtet. Ich habe gesagt, ey Leute, bitte langsam. Ich komme wieder auf die Beine. Und dann guckten die mich an und sagten, das kann doch nicht sein. Und die Ärzte haben doch gesagt, du hast uns doch erzählt, das wird nicht mehr. Ich habe dir nur gesagt, was die Ärzte gesagt haben. Ich habe dir nicht gesagt, was ich glaube und worauf ich vertraue. Ich glaube an diese Selbstheilung, die Gott uns gegeben hat. Und wir haben die Chance, die immer wieder täglich anzusprechen. Um jetzt die Geschichte rund zu machen, haben die Leute mich angerufen und haben gesagt, Kai, wie geht es dir? Und nach den Gesprächen, so lieb wie das auch gemeint war, ich fühlte mich jedes Mal schlechter, anstatt dass es mir besser ging. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich werde die Menschen jetzt nicht anlügen, aber was ich tun werde, ich werde ihnen sagen, ich fühle mich jeden Tag besser. Und nach 7 Tagen, ich war glaube so 7, 8 Monate, wo ich keinen Druck, ich konnte keine Tennissocke am linken Fuß haben, keine Bettdecke, ich konnte mich nicht legen. Nach 7 Monaten fing an, konnte ich mein Bein, meinen Fuß bewegen, ohne dass er Schmerzen hatte. Ich habe nicht gesagt, dass ich gehen und stehen konnte. Nach 7 Tagen, war das dann wirklich, dass ich anfing zu gehen und zu stehen, zwar an Krücken, am Rollator. Und die Ärzte wollten mich jetzt auch hier sagen, das ist doch gut, dass ich mache weiter. Und heute kann ich meinem Beruf wieder nachgehen. Heute kann ich wieder Sport machen. Ich gehe wieder ins Studio. Okay, es ist noch nicht so, wie es damals war vor dem Unfall. Aber es ist auch nicht mehr, wie es nach dem Unfall war. Und das ist das, was ich feiere. Auch wenn es zwischendurch wehtut. Manche Leute sagen, ja, du bist ja gar nicht geil. Du hast gar keine Ahnung, von wo ich komme. Aber das ist auch in Ordnung, weil das ist eine Sache der Wahrnehmung. Richtig. Und Wahrnehmung hat was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Großartig. Kai, hast du vielleicht eine besondere Kundenerfahrung, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast, die du gerne mit uns teilen möchtest? Ja, das wäre auch echt cool. Ja, natürlich. Ich würde es ja nicht machen, wenn ich da nicht wirklich immer wieder positive Erfahrungen hätte. Und was ich natürlich erstmal sagen möchte, ist, was ist ein Wunder? Ein Wunder ist immer, wenn etwas geschieht, womit du nicht gerechnet hast, dann sind wir verwundert. Ja. Und ich mache da auch keine großen Unterschiede, großes, kleines Wunder, weil jedes Wunder ist für mich ein Grund zu feiern. Wow. Das ist meine Motivation, deswegen stehe ich auf, deswegen mache ich das, was ich tue. Wenn jemand jetzt zum Beispiel zu mir kommt und möchte gerne abnehmen, und ich habe jetzt auch Vielleicht gibt es einen besonderen Kunden, gibt es einen besonderen Mensch. Ich meine, du hast jetzt in den letzten Jahren oder letzten Wochen, Monaten so viele Menschen transformiert. Gibt es einen besonderen Menschen, der sofort in deinem Kopf geblieben ist, wo du sagst, das möchte ich jetzt mit meinem Publikum oder mit deinem Publikum Jora teilen? Ein besonderer Mensch, der vielleicht mit einem bestimmten Schmerz, Problem oder Symptom zu dir gekommen ist und was war das Ergebnis? Ja, also ganz besonders fällt mir da eine Klientin ein, die seit über 20 Jahren mit Magen- und Darmproblemen hatte. Die war bei mir in einem Kurs Entgiften und gesund abnehmen. Mhm. Ja. Und die war in der Entgiftungsphase. Ja. Und dann hatte sie plötzlich so starke Magenprobleme, also so wie sie es eigentlich immer schon kannte, nur noch viel, viel stärker. Dann ist sie ins Krankenhaus gegangen, dann wurde sie untersucht, man hätte ja gesagt, ja, wir kennen sie ja schon, sie waren ja schon ein paar Mal da gewesen. Und plötzlich haben die festgestellt, dass sie fast vor einem Blinddarmdurchbruch stand. Und hier war es so gewesen, dass nachdem sie operiert worden ist, alle Symptome weg waren. Das war nicht nur wegen dem Entgiften, sondern das war auch der Schattenarbeit, die wir bei ihr getätigt haben. Wir hatten das ja anfangs schon mal erwähnt, wofür das wichtig ist. Ja. Und hier habe ich dann auch erst gedacht, sie würde jetzt hergehen und würde dem Ganzen in mir eine Anklage finden,
Nein, sondern sie sagte sogar, das war so gut. Ich bin endlich frei von Schmerzen. Ich bin zwar operiert worden, ja, so, aber ich habe diese Schmerzen nicht mehr. Und sie war so unendlich dankbar, ja, und das hat sie mir auch immer wieder zu verstehen gegeben und das kommuniziert sie auch nach draußen. Ja, ich habe natürlich ganz viele... Vielleicht noch eins, wo du sagst, sehr, boah, sehr gerne, ja. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe zum Beispiel das Thema mit Krebs. Mhm. Ja, ist ein Mann, der Prostatakrebs hat, ja, und ich hatte ihm dann gesagt, du musst mal was machen. Der konnte seine Männlichkeit nicht leben, ne? Verheiratet über viele Jahre, ja, auch sehr zurückhaltend seiner Frau gegenüber, ja, weil sie selber auch körperlich nicht so gut dran war. Und da habe ich zu ihm gesagt, du musst mal was machen. Jetzt hat er dann gedacht, ja, da muss ich mich mal operieren lassen. Ja. Also, ja. Nein, du solltest mal Holz hacken gehen. Wow. Du solltest mal wirklich, ne, auch mit über, ja, die Muskeln, ja, einfach mal Stress loslassen, ja. Und das Interessante ist, ja, wie wir da hingekommen sind. Wer gibt schon gerne in einem Gespräch zu? Welcher Mann kann sagen, ja, ich lebe meine Männlichkeit nicht? Das ist ja nicht immer nur Sexualität, richtig, sondern das ist ja auch mal zu sich stehen können. Ja. Und das war für mich so eine ganz tolle Erkenntnis. Wenn wir nicht zu uns stehen können, wenn wir nicht zu unserem Geschlecht stehen können, dass dann sich auch Krankheiten einschleichen können, wie Prostatakrebs. Wow. Und als der Mann anfing, regelmäßig Holz zu hacken, der kam ja wöchentlich zu mir. Ich habe das an seinem Erscheinungsbild, wie der wirklich vor Kraft zugenommen hat. Ja, so, und dann die Krebsmarker sind immer weiter runtergegangen, bis der Arzt ihm gesagt hat, wir können bei ihm keinen Krebs mehr feststellen. Wow. Das war wirklich so über die Schattentherapie. Ja. Des Weiteren, wenn ich das noch erzählen, ja, darf, bitte, ja, man kennt das ja, ne, dass der bei Heilungsgottesdiensten, dass die Beine dann zum Beispiel gleich lang werden. Ja. Und da war eine Frau bei mir, die hat eine künstliche Hüfte gehabt. Mhm. Und künstliche Hüfte ist ja Metall. Ne, wir können Muskeln, Sehnen durch Entspannung können wir verlängern, ohne dran zu ziehen. Aber bei Metall bleibt gleich lang. Da musst du mit der Säge oder der Feile dran. Mhm. Da sagte die Frau zu mir, ja, das haben schon andere bei mir probiert. Und dann habe ich gesagt, warten Sie es doch mal kurz ab. Seien Sie doch einfach mal offen für Wunder. Und es hat keine 3 Minuten gedauert und die Beine waren gleich lang. Und was dazu führt, war, dass die Rückenschmerzen, die sie seitdem geklagt haben, die konnte ich ja kaum noch bewegen, die konnte ich ja kaum aufrecht gehen. Und die hat wirklich, ja, auf eigenen Füßen, ohne Gehstock, hat sie dann mein Zuhause verlassen. Wow. Das sind so Momente, da lebe ich, da brenne ich für, weil ich weiß, was es heißt, Schmerzen zu haben. Und das möchte ich gerne mit all meinen Fähigkeiten, mit all meiner Hingabe, Liebe und Leidenschaft, möchte ich gerne den Menschen unterstützend zur Seite stehen. Wow. Und ich würde sagen, zu 98,99% gelingt mir das auch. Weil ich die Liebe für die Menschen, ja, habe. Ich spüre das. Ohne Liebe geht es nicht. Nein. Ja, du, ja, kannst jemanden mir bringen, wenn das Herz nicht da ist. Aber jeder Mensch hat etwas, was in ihm ist, ja, wofür er liebenswert, ja, ist. Aber nicht durch seine Taten, sondern weil ich weiß, wer in diesem Menschen ist. Wow. Also ich fühle das, ich spüre das. Ich habe es auch sehr oft erwähnt, mit was für Begeisterung, Leidenschaft du an diese Sache rangehst. Und ich merke, das sind so, was waren jetzt 3 Beispiele, die waren wirklich auf seinem Level, auf seine Geschichte, eine besondere Geschichte. Also wenn man das Krebs, dann abnehmen. Ich weiß, dass du mit Beharrlichkeit, mit Disziplin, mit 100%igem Commitment daran gehst. Ja? Was muss aber deine Kunde mitbringen? Also was muss er bereit sein, rein zu investieren? Ich meine, du gibst viel, klar, die bekommen das Ergebnis. Aber was müssen sie mit sich bringen, um mit dir arbeiten zu können? Offenheit. Okay. Viele kommen zu mir und sagen, zum Beispiel bei der Frau, ja, mit diesen Bauchschmerzen zum Beispiel, ja, da haben wir für sie gebetet, ja, und sie sagte dann, vielleicht mache ich ja was falsch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du kannst doch gar nichts falsch machen. Wer entscheidet denn zwischen richtig und falsch? Doch nur wir selbst. Keiner hat das Recht, die Frau zu verurteilen. Wir sind immer auf diesem Trip, ich muss was richtig machen, um das richtige Ergebnis. Fang doch mal an, du selbst zu sein. Was ich habe es vielleicht eben gerade schon mal erwähnt, was ich immer wieder gerne sage, was ist der Unterschied zwischen dir und einer Pflanze? Was ist der Unterschied zwischen dir und einem Baum? Und dann kommen wir irgendwann immer dann da drauf, der Baum denkt nicht. Unser Denken, wir könnten unvollkommen sein, schränkt uns ein. Ja? Wissen schränkt ein.
Natürlich muss ich wissen, wie ein Mensch aufgebaut ist, aber ich darf es nicht zu einem dogmatischen tun. Ich darf es nicht als das Alleinige tun. Und wenn du zu mir kommst, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon Leute abgewiesen, wo ich gesagt habe, du kannst dein ganzes Geld jetzt hier bei mir verbrennen, und ja, so, aber ich werde dir nicht helfen können, weil du nicht offen bist, weil du glaubst, es ist etwas Intellektuelles. Mhm. In der Bibel steht geschrieben, ich mache die Weisheit zur Torheit und die Torheit zur Weisheit. Und das kannst du in meiner Lebensgeschichte erkennen. Ich kann die Handschrift Gottes in meinem Leben erkennen. Deshalb, ich werde auch niemals tiefer fallen, egal was es ist, ich werde niemals tiefer fallen als in Gottes Hände. Wow. Und das steht jedem von uns zu. Abgesehen von Offenheit. Ja. Wie wichtig ist die Glaube? Dass diejenige auch mit dieser intrinsischen Glaube zu dir kommt und sagt, ich schaffe das. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also findest du das wichtig, dass man das hat? Okay. Ja. Das auf jeden Fall. Also der Glaube, dass es möglich ist, der Glaube, die Offenheit. Ich hatte mal ein Gespräch und der Mann sagte, ich kann es mir selber nicht vorstellen. Vorstellen, Glaube, ja. Und ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe viel Gutes von dir gehört. Und weil ich Gutes von dir gehört habe, möchte ich mir selber die Chance geben. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer ganz dünnes Eis, weil nicht ich bin derjenige, der es macht, sondern die Kraft, die in uns ist. Wow. Und das Besondere hier war, er war ehrlich. Und wenn du zu mir sagst, ich kann es nicht glauben, dann werde ich mein Herz für dich geben. Wenn du sagst, ich will es, und du signalisierst mir aber, dass es nicht die Wahrheit ist. Ja? Ehrlichkeit und der Glaube, dass es gehen wird. Das sind die wichtigsten Dinge. Ja? Deswegen heißt es auch schon in der Bibel, Glaube, Hoffnung, ja, und Liebe. Wow. Liebe für sich selbst, dass du weiterleben wirst. Und die Hoffnung, dass deine Kraft reicht bis zu dem Moment, wo du das siehst, was du dir erwünschst. Ich glaube, ich kann nicht mehr hinzufügen. Also, du bist selber ein besonderer Mensch, du hast eine besondere Geschichte und du hast auch besondere Geschichten geteilt. Mag sein, dass vielleicht ein oder andere nicht daran glaubt, aber das gehört dazu. Ich bin der festen Überzeugung, dass du auch sehr viele Menschen transformieren wirst und hast schon getan. Die Geschichten, die Resultate, die Transformationen sprechen ja für sich. Und ich kann wirklich nicht hinzufügen und vielleicht gehen wir auf die nächste Frage, so wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Also was hat dich mental, emotional bewegt, uns kennenzulernen? Dürfte ich vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, bevor ich auf deine Frage eingehe? Gerne. Weil ich glaube, wir Menschen, wir haben ja mit anderen Menschen zu tun. Und sobald du mit anderen Menschen zu tun hast, musst du dir bewusst sein, es geht um Ablehnung. Mhm. Du wirst nicht immer nur mit offenen Armen empfangen. Ich glaube, deine Vita gibt das her. Das war nicht nur bei dir so. Aber mal ganz ehrlich. Ob du jetzt glaubst oder an Gott oder nicht glaubst, ja, wir alle erleben das. Mhm. Und lass uns das einfach mal die Bibel, ich glaube an Gott, ich habe meine persönliche Erfahrung. Mhm. Wenn ich abgelehnt werde, dann bin ich doch in guter Gesellschaft. Mhm. Die großen Menschen, die Pioniere unserer Zeit, der vergangenen Zeit, die wurden als erstes, wurden sie verlacht, dann wurden sie verfolgt und am Ende sind sie ihnen gefolgt. Und so ist das auch bei Jesus gewesen. Das dürfen wir nie vergessen. Ich kann mich an ganz viele Geschichten erinnern, wo ich abgelehnt worden bin, aber am Ende die Leute gesagt haben, es ist doch was Wahres dran. Wow. Ja. Dankeschön, dass ich das noch hinzufügen durfte. Sehr, sehr gerne. Ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Also wenn ich in meinem Leben was gelernt habe, dann ist es Ablehnung, um zu lernen, den Menschen wirklich zu vergeben. Das sage ich auch immer wieder, auch in meinem Videos, dass wenn große Menschen wie Propheten abgelehnt wurden wenn allein Biene Meier abgelehnt wird, also wer sind wir, dass wir nicht abgelehnt werden dürfen? Ja. Aber ich denke, mit jeder Ablehnung kommt auch die Stärke, die Kraft in uns, weiterzugehen, weiterzumachen. Und es muss die andere Seite geben, dass es auch eine andere Seite geben kann. Es muss einen Gegenpol geben. Genau. Ja? Nichts ist ohne sein Gegenpol. So ist es. So ist es. Mega. Ja, wie bin ich auf euch aufmerksam geworden? Ja, natürlich über die Werbung. Ja, ich habe über Facebook habe ich dich gesehen und ich habe das wir haben das Thema ja schon Menschenkenntnis und so weiter und da habe ich dich gesehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist mir was aufgefallen bei dir. Und zwar der Mann, der hat es auch nicht immer einfach gehabt.
Und habe ich gedacht, wow, als ich dann deine Geschichte so ansatzweise gehört habe, wie viele Chancen haben wir im Leben, auf die schräge Bahn zu kommen? Wie viele Angebote bekommen wir, auf die kriminelle Ebene zu gehen? Ja, wie viele Energien werden in uns angesprochen? Und das habe ich dann gesehen und dadurch bin ich dann immer mehr in das Thema hineingekommen. Durch dich möchte ich dir auch sehr dankbar sein. Ich bin zu euch auf die Seite gegangen, ich habe bei Facebook geguckt. Ich habe mir jedes Video, glaube ich, angeguckt. Es ist real. Ist das, was er sagt, richtig? Ja. Nein, es ist wirklich so. Ich habe mir wirklich die Videos angeguckt und ich habe wirklich dann auch gehört. Mhm. Ja, man kann ja hören. Du kennst das, wenn man traurig ist, hört man den Text. Richtig. Wenn man glücklich ist, hört man die Melodie. Richtig. Und da gibt es einfach so viele Dinge, die in unseren Herzen angesprochen werden. Und ich bin aufmerksam geworden durch die Werbung, aber in die Tiefe bin ich dann nachher wirklich gegangen. Ich sage, ich möchte wissen, ob der Mann wirklich das lebt. Ja, was er hier erzählt, ja, und ich hätte mich sehr getäuscht, ja, weil es gibt Dinge, Pokerface kann man spielen, aber irgendwann ist der Druck weg, dann zeigt man sein wahres Gesicht und da kann ich einfach nur sagen, da habe ich mich reingearbeitet in das Thema, dann habe ich mich angemeldet, wo kann man sich, ne, dann war das Webinar gewesen, ja, das Webinar und da weiß ich noch ganz genau, habe ich dann Post bekommen. Ja, ich hab von euch eine E-Mail bekommen. Er sagt, oh, jetzt wieder einer, der nur eine E-Mail will. Und dann, ja, die Adresse. Und dann habe ich dann Post bekommen. Dann habe ich da so eine große Tasche bekommen. Die sah schon, also nur allein die Tasche, die sah schon sehr, sehr edel aus. Ja. Und da war dann da ein Handout drin. Richtig. Also da war so ein Prospekt drin, ja, mit wirklich Hochglanz. Dann das Buch, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn der jetzt jemanden hat, wo der das preiswert einkaufen kann, aber bei der Masse, bei der Leute, die dann auch da waren, selbst wenn du es preiswert einkaufst, du bist in so eine Vorleistung gegangen. Ich sag, ja, aber Kai, was willst du denn jetzt noch alles sehen? Ja, und dann hat das ja auch sehr schnell gematcht. Ich meine, du konntest ja sprechen beim Webinar. Ich weiß. Wir waren ja alle brav auf Ton raus, ja. Und aber es hatte auch zwischen uns es dann hat dieses, gefunkt, ne, man, genau, ja. Und das finde ich halt wirklich auch sehr positiv, weil ich glaube nicht, dass irgendwas umsonst ist. Mhm. Ja, also ich glaube, dass wirklich alles einen Grund hat und dass es kommen nicht immer nur schlechte Dinge den Fluss des Lebens herunter, sondern hier durch euch, muss ich wirklich sagen, habe ich viel hinzugelernt. Ja, also auch was meine Persönlichkeitsarbeit gibt, da möchte ich nur mal hervorheben, eine der vielen guten Dinge, die im Angebot, die es bei euch gibt, ist donnerstags, ja, der Mindset Call mit Dirk, ja, ja. Also wirklich eine Kapazität, also wirklich. Das ganze Thema. Ja. Und ich habe das schon mal zu jemandem gesagt, ich darf das jetzt mal, wir sind ja praktisch unter uns, ja, und da habe ich jemand mal gesagt, also wenn du mit einem von dem Jurat, dem Team sprichst, du hast immer das Gefühl, du sprichst mit Jurat. Mhm. Und zwar, das ist das Herz, der Herzschlag. Und das ist entscheidend, weil wenn du in ein Geschäft reinkommst, dann siehst du auch immer den Chef. Siehst du immer den Ganzen vor, den Abteilungsleiter. Mhm. Du merkst an den Mitarbeitern, merkst du die Person. Das ist genauso, wenn ich dich frage, wie bist du, also wenn ich jemanden frage, wie bist du, dann wird er immer irgendwas Schönes oder was Gutes sagen. Du siehst es an den Kindern. Mhm. Und ich finde, dass du mit den Menschen, denen du einen Arbeitsplatz geschaffen hast, ja, dass du mit denen auch entsprechend umgehst, weil sie leben es nach vorne hin weiter. Großartig. Ich glaube, dass die Beschwerderate bei euch also wirklich in 2-3% liegt, wenn überhaupt. Und wenn es keine Beschwerde gibt, dann hat man auch nicht gearbeitet. Ist meine Devise. Ja. Mega. Ja. Wow, ich meine, du bist jetzt schon lange bei uns im Training, seit einige Wochen, wann hast du gestartet? Seit Monaten. Erste Vierte. Ja. Wie empfindest du die Zusammenarbeit? Also was hat sich jetzt bis dato bei dir geändert, wo du sagst, Jorat, das hat sich jetzt innerhalb dieser paar Wochen bei mir so krass verändert. Was war das? Ja, also das Besondere ist wirklich, was ich gelernt habe, dass ich auf mich zu achten. Mhm. Das finde ich so, so beeindruckend. Ja, ich meine, mein großes Vorbild ist Jesus. Mhm. Ja, also ne, das, wir sollen ihn als Vorbild und die Dinge tun, die er getan hat. Und da habe ich etwas sogar sehr was Biblisches von dir gelernt, ja, und das finde ich so außergewöhnlich, ja, einfach auch auf sich zu achten, weil wenn ich nicht mehr kann, ja, dann kann ich auch nicht mehr weitergeben. Richtig.
Ja? Und was ich gelernt habe, ist in Sachen Marketing, ja, dass ich eben nicht alle Menschen abholen kann. Ich bin begrenzt. Ich glaube, dass wenn wir glauben an unsere eigene Kraft, dass wir Berge versetzen können, aber da ist auch wichtig, dass der Berg sich bewegen lässt, dass er mitgeht, die extra Meile, die ich gehe. Das heißt ja nicht in der Bibel, geh du die extra Meile für den anderen, sondern wenn er dich bittet, mitzugehen, in diesem Mitgehen. Und da hast du mir etwas beigebracht, wenn dein Klient, wenn er nicht mitgeht, du kannst ihn umsorgen, du kannst morgens für ihn aufstehen, aber wenn er nicht mitgeht, wenn er dich nur noch am Laufen hält, dann stell ihm die Frage, bist du noch bereit? Bist du noch bereit, das Ziel, was du mir einst ausgesprochen hast, bist du noch bereit, es mitzugehen? Brauchst du eine Pause? Sollen wir? Oder möchtest du das nutzen, das, was du hast? Und da bin ich ganz neu auch inwendig in dieses Thema gegangen. Und natürlich Marketing, Positionierung. Ja. Positionierung. Ja. Als ich das gehört habe, ja, Positionierung, was will man mir da beibringen? Ja. Und dann ist auf einmal sind so viele Rollläden nach oben gegangen, ja, wo ich sage, was wahre Positionierung bedeutet. Und ich merke an der Frequenz, also auch an dem, was die Menschen... Feedback, was man... Feedback, genau, als Energie, was zurückkommt. Genau, was zurückkommt, ja. Und die sagen, du Kai, wir spüren, ich habe das ja kommuniziert. Ja. Ich habe ja gesagt, ich werde in mich selber investieren. Ja. Ich mache jetzt selber nochmal, dass ich dann dieses Coaching in Anspruch nehme. Du bist ja nicht nur ein Coach, du bist ja für mich auch zu einem Mentor geworden. Dankeschön. Ja, also das ist ja nochmal eine Stufe drüber. Und da muss ich wirklich sagen, da hast du mir auf so vielen Ebenen Support geleistet, wo ich auch merke, dass es mir leichter geht. Großartig. Ich mache es nicht mehr aus der persönlichen Kraft, sondern die Kraft, die in uns hineingelegt ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Das eine ist selig, darüber werden wir krank, wenn du immer von deinem eigenen gibst, sondern du musst das geben aus dem Geistigen heraus. Und da hast du mich sehr supportet. Also das muss man wirklich sagen. Wow, Dankeschön. Das heißt rein theoretisch, würdest du die Zusammenarbeit auch empfehlen? Ja, also nicht nur empfehlen, sondern wirklich schmackhaft insofern aussprechen, weil du kannst nur gewinnen. Warum ich diese Frage stelle, ist, ich weiß, da draußen gibt es auch schwarze Schafe. Also da muss man ganz klar kommunizieren. Da draußen habe ich so das Gefühl, dass so wie Pilze irgendwie Coaches und Berater und Experten gesüchtet werden und es gibt gute als auch schlechte. Warum ich das Ganze sage, empfehlen ist, dass du uns live erlebt hast, dass du seit Wochen, Monaten mit uns zusammenarbeitest und ich will nicht, dass Menschen irgendwo Geld investieren. Ich meine, das Geld bekommen wir auch nicht irgendwie geschenkt, dafür arbeitet man wirklich hart. Manche verkaufen Zeit, um eine bestimmte Investment zu haben und sich zu investieren. Deswegen stelle ich die Frage, dass, weil du bist hier, du hast uns erlebt und natürlich gibt es da draußen schwarze Schafe und ich will nicht, dass die Leute irgendwo ihr Geld investieren. Dadurch haben wir es einfach schwieriger, Kai. Da muss ich offen sagen, wenn ich im Strategiegespräch sitze und Menschen schon mal verletzen, Menschen, die schon mal Geld investiert haben und das gewünschte Ergebnis nicht bekommen haben, dann haben wir es einfach schwieriger. Und deswegen stelle ich die Frage, dass die Leute einfach mehr Kraft und Glauben bekommen, dass es auch gute Menschen da draußen gibt, die wirklich mit Herzblut agieren. Ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die wollen nur das Geld von dir haben, ist klar. Aber ich glaube auch gleichzeitig an Karma. Ich weiß, dass das, was du tust, du bekommst es hundertfache wieder zurück. Egal, sei es in der geistigen Welt, sei es in der physischen Welt, du bekommst das alles wieder zurück. Und deswegen meine Frage, ob du uns empfiehlst. Warum? Weil du einfach real bist, weil du jemand bist, der Real Talk spricht und dass die Leute einfach mehr Kraft bekommen, auch mal hier nicht aufzuhören, in sich zu investieren, weil es gibt keine Fehler. Es gibt entweder Erfahrung oder Lektion. Mehr ist es nicht. Und deswegen stelle ich die Frage. Ja. Darf ich in diesem Zusammenhang noch was sagen? Ja. Ich war mal bei einem Webinar gewesen. Also ich war nur stiller Zuhörer. Und da ging es auch um Kundengewinnung und so weiter. Und dann sagte eine Teilnehmerin, also es war da offen, man konnte im offenen Dialog. Und das war also nicht bei uns, sondern ich war da zu Besuch, habe mir das mal anschauen dürfen. Und dann sagte eine Kursteilnehmerin, ein Coach, und sagte, ich kann das gar nicht. Und dann sagte der Coach zu der Frau, das hat mich echt erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen, er sagt, die ersten 100, die sind zum Verbrennen. Und die ersten 100 zum Verbrennen, und da habe ich dann nochmal nachgedacht. Und nein, sondern Personen. Es geht ja dann nachher darum, ne, ich kann demjenigen auf der Ebene nicht helfen, hat die Frau gesagt. Und ja, dann lernst du es. Die ersten 100 sind zum Verbrennen. Ich habe dann nochmal nachgedacht. Keine Versuchskaninchen. Wir sind doch genau. Nicht an Menschen. Nicht an Menschen. Ja. Und genau das
Und genau das ist das, was ich meine, was ich eben nicht hier erlebt habe, dieses Sinn zum Verbrennen, sondern dass du wirklich diese Extrameile gehst. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal erwähnt habe, ja, also mit dem Thema, dass du mich unterstützt hattest, ne, mit dem kurzfristig hier hinkommen können, wo du wirklich dein Herzblut auch gegeben hattest, ja, zu dem Transformation Day, den, der mir total terminlich durchgegangen ist. Da hast du dich selber gegeben, ja. Dann dieses Geben, ja, auch zum Webinar. Du, was weiß ich, du hast das 250 Mal rausgeschickt, ja, nur alleine Postweg, dann die Kosten, das kostet ja auch alles Geld. Ja. So, nur wenn man das mal hochrechnen will, in welche eine Vorinvestition du gegangen bist, und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne kennenlernen, hier habe ich Vertrauen, und das Vertrauen ist bestärkt worden. Und großartig. Du eben nicht, da ist einer, naja, vielleicht wird er was oder auch nicht, sondern du machst dich da auf den Weg und dein gesamtes Team. Dankeschön. Es gibt hier in Deutschland so eine Lebensphilosophie, das nennt sich Geben und Nehmen. Mhm. Mein Lebensmotto lautet Geben und Vermehren. Mhm. Ja, Könige geben und vermehren. Also wir erwarten es. Ja, genau. Wenn du mit dieser Einstellung, mit dieser inneren Glaube rausgehst und sagst, ich gebe und vermehre, dann wird dich das Universum, der liebe Gott, mit viele, viele Sachen belohnen. Und glaube auch daran, dass du es wieder zurückbekommst und vor allem mit Menschen, wo du Bock hast zu arbeiten. Ja? Also auch hier ist es wichtig, dass du nicht nur wegen des Geldes das Ganze tust, sondern auch, dass es menschlich passt. Ja? Also Geld ist wichtig, ja, ist nicht alles. Ja. Aber das Thema menschliche Beziehungsebene, das ist elementar wichtig, um dann auch Transformationsergebnisse zu bekommen. Ja, erstmal danke nochmal hier für deine Herzblut, auch für deine Weiterempfehlung an uns. Auf jeden Fall. Ich bin der festen Überzeugung, es werden sehr viele Menschen diese Interview hören und sehen. Ja, jetzt mal angenommen, jemand fühlt sich angezogen, jemand sagt, hey, was der Kai jetzt hier über eine halbe Stunde, 40 Minuten erzählt hat, das gefällt mir, seine Person, seine Mimik, seine Gestik, seine innere Haltung, auch deine Mission, deine Botschaft, was du mit uns geteilt hast. Also wie kann man dich erreichen? Also wie kann man auf dich zukommen, wenn man gerne mit dir arbeiten will? Wir werden das natürlich auch später in den Shownotes dann hier unter dem Video haben. Wir werden auch alle Social-Media-Kanäle, Webseite, E-Mail-Adresse von Kai preisgeben. Aber vielleicht kannst du das nochmal persönlich sagen, wie man dich erreichen kann. Sehr gerne. Also natürlich über Social Media, über Instagram, über Super. Facebook. Da kann man mich anschreiben, entweder über ganzheitlicher Gesundheitsberater. Mhm. Ja. Wenn man die Adresse eingeben möchte, wäre kai-tober-schulz. Mhm. Ja. Da ist das möglich, sei es bei Insta oder bei Facebook und dann natürlich auf meiner Webseite. Da ist das auch möglich und da ist die Adresse www.ganzheitlicher-gesundheitsberater.com. Wow. Gerne anschreiben, das ist eine Landingpage, kann man gerne sich zu einem Gespräch einladen und dann bekommt er natürlich auch einen Anruf zurück. Geil. Also ich kann euch definitiv sagen, meldet euch bei diesem besonderen Mensch, der arbeitet wirklich aus dem Herzblut. Ich mache sehr selten Weiterempfehlungen, aber wenn ich Empfehlungen mache, dann muss es aus dem Herzen kommen. Also ich muss so 100% davon überzeugt sein, dass diese Person dann auch eine gute Arbeit leistet. Lange Rede, kurzer Sinn, meldet euch bei Kai. Ihr könnt euch gerne ein Erstgespräch buchen, dann könnt ihr im Gespräch schauen, ob es passt oder nicht. Kai, möchtest du doch zum Schluss irgendetwas loswerden? Irgendetwas, was du auf dem Herzen hast, vielleicht, wo du sagst, hey, das möchte ich gerne, Jorad, mit deinem Publikum als auch mit meinem Publikum teilen. Gibt es irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest? Sehr, sehr gerne. Mein Credo war es immer gewesen, auch wenn draußen niemand mehr ist, der an dich glaubt, glaub selbst an dich. Weil wenn da draußen keiner mehr an dich glaubt, hast du immer noch einen, der immer dein Leben lang bei dir ist, und zwar das bist du selbst. Und solange du an dich glaubst, hast du auch die Möglichkeit, alles zu erreichen, was du möchtest. Und da spreche ich wahrhaftig. Ist egal was, ob es finanzielle Not ist, ob es körperliche, seelische, familiäre Not ist. Alles ist dir möglich, der glaubt. Wow. Ich glaube, ich werde nichts mehr hinzufügen. Denn Henry Ford hat mal gesagt, wenn du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Welten wirst du recht haben. Und wenn du jetzt Coach, Trainer, Berater bist und sagst, hey Jorad, ich bin Coach, ich bin Trainer, ich habe eine Dienstleistung, ich habe ein Produkt, ich möchte wirklich von A nach B kommen, ich möchte wirklich meine Business skalieren, ich möchte mich gerne auf dem Markt positionieren, dann hast du natürlich auch bei uns die Möglichkeit, dich unterhalb dieses Videos auf unserer Seite www.joradscherzat.de zu bewerben. Dann schauen wir gemeinsam, ob es einfach fachlich oder menschlich passt, dann schauen wir gemeinsam, wie wir dein Business von A nach B bringen können und dass du auch hier bei uns in einem Interview bist, wo wir deine Botschaft in die Welt tragen können. Weil ich bin der festen Überzeugung, ich kann es immer wieder wiederholen,
Die Welt da draußen braucht mehr Coaches und Experten. Genauso wie wir Ärzte haben, genauso wie wir Ingenieuren haben, Piloten haben, es ist mir wichtig, dass wir auch Coaches, Trainer, Berater haben. Warum ich das sage? Weil ich das Ergebnis bin. Ich wäre heute persönlich nicht da, Kai, wenn ich selber keine Mentoren hätte. Also in dem Sinne, mach das, hab keine Angst, wie auch Kai gesagt hat, glaub an dich, verfolge deinem Herzen, ja, und mach etwas, was Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit in dieser Welt bringt und dass wir etwas für die nächste Generation hinterlassen können. In dem Sinne, Kai, ich freue mich, dass du hier warst. Danke für dieses richtig geiles Interview. Ich bin fest überzeugt, viele Menschen können etwas für sich mitnehmen und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du jeden Tag mit deinem Team aufstehst und deine Mission in die Welt trägst und ja, und ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Reise bin. Vielen, vielen lieben Dank und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass du mich hier so empfangen hast, dass ihr euch wirklich die Mühe und die Zeit genommen habt, ja, die Zeit wirklich investiert in mich. Gerne. Ich fühle mich wirklich gewertschätzt und es tut richtig gut, hier bei euch zu sein. Geil. Dankeschön. Danke dir.